So, ich werde jetzt auch nicht übertreiben mit dem Holz sammeln. Einen nehme ich noch mit, einen kleinen. Wo ist denn hier mal ein kleiner? Da ist noch ein relativ kleiner. Wir nehmen aber den ganz kleinen hier. Die kleinen müssen weg. So. Schnell zurück zu unserem Bauernanwesen. Ich überlege ja, ich denke ja auch stark darüber. Ja, ich denke darüber nach. Über was denkst du denn nach, du Blöde, ey? Dauernd machst du irgendwelche Anmerkungen, aber er verrätst nicht, worum es eigentlich geht. Ja, ich bin schon ein Penner. Habe ich voll in den Popschutz. In den Popschutz geblasen. Wo? Hier. Zack. So, da einmal, dort einmal, hier einmal und da. Und jetzt kommen hier aber definitiv diese darauf. Ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen schlampig gebaut, aber... Wobei, wir können ja eigentlich das hier in der Mitte können wir ja auch so dabei belassen, dass da so ein Böppel rausguckt. Ein Böppel. Guck mal, hier ein Böppel. So. So, so, so und so. So, jetzt dürfte das hoffentlich auch einigermaßen nach was aussehen. Vielleicht genau andersrum. Vielleicht den hier weg. Und die hier in der Ecke auch jeweils weg. So. Dafür den hier hin und hier jeweils die. Dann zieht sich das nämlich von hier an der Ecke ein bisschen ganz oben, ne? Ich glaube, das ist so besser. So, jetzt ist es doch recht hoch geworden. Aber ich glaube, so sieht es einfach besser aus. Direkt mal angeguckt. Hopp. Ja. Doch. Ich glaube... Vielleicht ist es ein bisschen zu klein insgesamt. Sieht dadurch halt so knubbelig. Nicht knuddelig, sondern knubbelig aus. Aber ja, es sieht halt auch nicht schlecht aus. Insofern werde ich das so lassen. Tja, es geht voran. Es geht definitiv voran. Ich glaube, ich, obwohl es mir noch immer zu langsam vorangeht, glaube ich, dass ich schneller vorankomme als... lange Zeit vorher. Wir haben uns eben die ganze Zeit nur da oben aufgehalten. So, nochmal hier geguckt. Sind ja eigentlich auch ganz cool hier, ne? Die zwei Tannen, die hier stehen. Aber müssen wir mal gucken, ob wir die da lassen. So, und damit ich jetzt doch mal ausspreche, was ich vorhin schon angeschnitten hatte. Und zwar habe ich vor, eine Mühle zu bauen. Aber keine Windmühle, sondern eine Wassermühle. Und da hatte ich mir jetzt gerade eben überlegt, wir haben ja hier schon überall Wasser, ne? Ich hatte mir überlegt, man könnte ja hier oben quasi eine Kavelle simulieren. Also, ups, hopp. So tun, als ob hier oben eine Quelle wäre. Kommt dann hier so raus aus dem Felsen und dann gibt es hier so einen kleinen Bach, der fließt dann hier so runter. So. An unserem Häuschen dort auch vorbei. Würde ja sogar genau passen, wie es aussieht. Dann so hier schräg rüber und hier vorne in den kleinen Teich, See, Seeteich, See. Sieh mal da, Teich. Und dann kommt die Mühle.
könnte dann direkt hier so in diese Ecke reinkommen. Ich hoffe nur, dass es nicht alles zu eng beieinander wird. Muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Vielleicht hier die Mühle oder vielleicht auch eher da unten irgendwo. Wobei es ja schon passen würde, hier direkt nebenan, ne? Und dann da unten vielleicht die Bäckerei. Müssen wir gucken. Gucken wir. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal erstmal was zu essen. So, und ein anderes Lied brauche ich. Zack. Ach ja, euch kann ich jetzt ja auch mal wieder befreien hier aus den Wassermassen. Während wir Max Payne hören. Der gehört in jede gute Minecraft-Playlist. Der Max. So, ihr könnt wieder zurückkommen. Ist jetzt alles wieder gut. Jetzt nehmen wir das hier mal alles weg. So. Sammeln hier ganz nebenbei immer noch die paar Eier ein. Ah Mensch, und eigentlich müsste ich ja jetzt... Ah ne. So, ich muss mir jetzt aber doch noch was überlegen hier hinten. Auf der Seite der Tür. Hier muss noch irgendwas passieren. Ich bin mir noch nicht so sicher, was. Türe. Schaben die. Ladadai. Vielleicht so. Und so. Vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nicht, ne? Auf jeden Fall brauchen wir mal ein bisschen Erde hier in der Leiste. Knirscht immer so schön beim Gehen, wenn man Erde in der Leiste hat. So. Zack. Und machen wir mal Loch. Gehen wir mal doch von dort drüben. Ich glaube, das sieht nicht aus. Vor allem, hops. Wahrscheinlich muss dann... So und... Na, so. Also irgendwie so richtig, ne? Passt das? So. Wow, ich habe ein bisschen Angst, dass mir gleich hier irgendwie ein Schelm in den Rücken fällt. Aber das sieht nicht aus. Das sieht nicht aus. Vielleicht, wenn wir hier jetzt noch... Das macht es wahrscheinlich auch nicht besser. Ja, doch, ein bisschen besser macht es das, aber auch nicht viel. Moment mal. Ist das ja irgendwie doof, ne? Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt hier noch eine ransetzen? So und so. Nur mal so einfach, nur mal eben testen, ne? Ja, wobei, das kann man eigentlich machen. Das ist dann wie so ein kleines Vordach hier.
Und da wird's stockduster. So, so, wo ist die Musik? Da ist er. Das ist einfach zu massiv hier oben. Viel zu massiv. Oh, ich bin massiv. Nee, also vordachtechnisch, nee. Ich sag nö. Das ist zu massiv. Hatte ich ja aber auch schon angemerkt. Haben wir Wolle? Nee, wir haben keine Wolle. Da brauche ich gar nicht gucken. Das weiß ich ja sogar. Und wir haben auch keine Schafe. Wir müssen uns dann mal eine Schaffarm basteln. Basteln. So, testen wir mal noch was anderes. So. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier an diesem Vordach 20.000 Jahre herumfummeln. Und ihr habt mich überzeugt, ich gehe doch mal pennen, sonst... Wahrscheinlich wird dann genau unser Eingang fertig und dann kommt so ein kleiner Zischer und bumst uns von hinten. Und das will ja keiner. Also ihr wollt schon, dass das mir passiert. Halt, stopp, woher kommst du? Wehe, du bist da rausgehüpft. Der ist doch draußen. Mann. Manno. Wo ist er denn hin? Oh. So, da habe ich mal eben... Uah. Was ist denn hier los? Überall Pfeile in den Bäumen, Skelette, überall... Achso. Liegt das jetzt vielleicht daran? Da muss ich gerade mal gucken hier. Wenn wir da jetzt zumachen... Wenn wir da jetzt zumachen... Oh Mann, zwei... Oh, ich bin da... Naja, okay. Wenn wir hier jetzt zumachen, können wir dann pennen? Nee. Hallo? Hallo? Hä? Ist ja wie bei Battlefield. Nur hier muss ich eigentlich nur schlagen. Auf 2 Meter ran. Jetzt? Manno. Jetzt wird's spannend hier. Jetzt ist hoch spannend hier. Wow. Warst du das? Du hast meinen Huhn erschossen. So. Er schießt einfach meine Hühner. Okay, der Creeper hat hier wenigstens ein bisschen Kohle freigelegt, ist ja auch nett. Kann ich jetzt wenigstens schlafen? Meine Fresse, das hat ja jetzt aber auch wieder gedauert. Schlimm. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns die Kohle mal eben mit. Hallo, Herr Enderman. Herr Slenderman. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt noch jemand kommt. Oh, das ist ja nicht so ein ganz kleines Vorkommen hier. Weg mit dem ganzen Rotz. Kein Inventarplatz frei. Hilfe! So, 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 so. Was können wir ablegen? Die können wir ablegen, dat und dat und dat und dat und dat und die Eier natürlich. Einige Eier haben wir jetzt schon. Mann, 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 Mann. Blub, blub, blub. Jetzt bauen wir jetzt hier mal alles wieder zu. So ist doch immer wieder ein Traum. Zack, zack. Wir machen ja auch in jeder Aufnahme das gleiche, ne? Einmal ein Haus bauen, einmal ein Loch zu bauen von einem Creeper.
das Korn ernten. Hühner schnackseln lassen. Schön. Eine Riesenabwechslung hier in diesem Let's Play. Wahnsinn. So und so. Ja, nach und nach verändern wir dann hier auch unsere Umwelt. Mit Hilfe der Creeper. Ist auch schön. So, da musste ich mir eben an der Schadürn kratzen. Was wollte ich machen? Ach ja, unser Vordach. Ich erinnere mich. Wir waren beide verdammt cool, doch innerlich dachte ich... Welches Lied? So. Nun. Einmal ausprobiert, wie es denn... Was sagt denn der Look, wenn wir jetzt hier einen auf den machen? So, machen wir hier. Und da und dort. Und dann auch noch... Hier und dort und immer hier und da und dort. Und dort und verdammt. Ach nee, das kann ja auch gar nicht funktionieren, aber so. War ich total doof, dass ich dafür die nutze, ne? Naja. Man kann ja auch nicht immer intelligent handeln. Nee, eigentlich können wir jetzt hier gar nichts mehr machen, ne? Gut, ich lasse das jetzt so. Ja. So bleibt das. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir es hinbekommen, dass hier irgendwie ein Weg fortführt. Und zwar auf irgendwie eine schöne, schnuckelige Art und Weise. Nicht hier so direkt mit dem. Das gefällt mir nicht so sehr. Da müssen wir uns mal noch was einfallen lassen. So, ihn? Soll ich ihn befreien? Nö. Den lasse ich leben. Für diese Aufnahme sage ich dann jetzt aber mal Tschüss und wir sehen uns morgen wieder.